Wir brauchen die Lösung einer Differentialgleichung höherer Ordnung offensichtlich und mit konstanten Koeffizienten. Bedeutet also, nur nochmal allgemein, konstante Koeffizienten heißt, ich habe hier nur Zahlen vor x, vor y' und so weiter. Keine Variablen, also kein x, sondern meine x stehen nur drüben auf der rechten Seite. Die x sind nicht mit dem y verbunden, also stehen rechts, deswegen ist es inhomogen. Wie gehe ich sowas an? Ich muss zuerst die homogene Gleichung lösen. Also würde ich im ersten Schritt die homogene Differentialgleichung lösen. Also y2-3y-4y gleich 0. Jetzt haben wir diese Aufgabe bereits gerechnet. Und zwar war das im Film A53-04-01. Also gerade das Kapitel davor. Und wir haben erhalten, dass die homogene Lösung a mal e hoch minus x plus b mal e hoch 4x ist. Gut. Wir wissen also, die Funktion a mal e hoch minus x plus e mal e hoch 4x löst für jedes a und b diese homogene Differentialgleichung. Gut. Im zweiten Schritt schauen wir uns jetzt die inhomogene Differentialgleichung an, und zwar speziell die rechte Seite. Weil die rechte Seite sagt mir den Typ von dieser partikulären Lösung, also von der speziellen Lösung. Ich brauche also die partikuläre Lösung, und weil es eine quadratische Gleichung ist, brauche ich hier als Ansatz auch eine quadratische Gleichung, also ax hoch 2 plus bx plus c. Was wird es mir bringen? Im Endeffekt, am Ende der Aufgabe werde ich sagen, die allgemeine Lösung für diese inhomogene Differentialgleichung setzt sich zusammen aus der homogenen Lösung und dieser partikulären Lösung, also sprich die spezielle Lösung für diese inhomogene Gleichung. Und eben nochmal, da ich hier den Typ 2x² habe, x² brauche ich als, auch als Ansatz für die partikuläre Lösung irgendwas mit x². Gleiche Typ. Gut, das ist also mein y. Y' brauche ich. Das p da unten lasse ich jetzt weg. Y' ist die Ableitung, das wäre 2ax plus b. Und die zweite Ableitung brauche ich noch. Wenn ich das nochmal ableite, bin ich bei 2a. Die Ableitungen sind in diesem Fall also sehr einfach. Und jetzt setze ich y2' in die Differentialgleichung ein. Einsetzen. Und erhalte y2', das ist 2a, minus 3 mal y', also 3 mal 2ax plus b, minus 4 mal y, ax² plus 4b, Quatsch, plus bx plus c. Und drüben steht, ist gleich 2x² minus x minus 4. Viel kann ich nicht machen, ich löse mal die Klammern auf. 2a bleibt stehen, minus 3 mal 2ax gibt minus 6ax, minus 3 mal b gibt minus 3b. Zweite Klammer, minus 4ax², minus 4 mal bx sind minus 4bx, minus 4 mal c sind minus 4c. Auf der rechten Seite unverändert 2x² minus x minus 4. So, jetzt habe ich hier ein ganzes Gewusel von Funktionen. Und natürlich will ich ja, dass diese linke Seite und rechte Seite gleich ist. Das geht natürlich nur, wenn alle x Quadrate links und rechts gleich sind, wenn alle Terme mit x links und rechts gleich sind und wenn alle Terme ohne x links und rechts gleich sind. Sprich, wenn ich x² betrachte,
habe ich hier auf der linken Seite minus 4ax², auf der rechten Seite 2x². Wenn ich mir die x² wegdenke, bin ich bei minus 4a gleich 2, beziehungsweise a gleich minus 2 Viertel. 2 durch minus 4 sind minus 2 Viertel, gekürzt ist minus 1 halb. Und ich habe mein a erhalten. Betrachte ich das, die nächsten Typen von Termen, die Terme mit einem x, die grünen hier. Links habe ich minus 6ax, minus 4bx, auf der rechten Seite ist gleich minus x. Wenn ich mir die x wegdenke, also sprich ich teile die Gleichung durch x, hätte ich minus 6 mal a ist minus 1 halb, das x denke ich mir weg, minus 4b. Und auf der rechten Seite das x denke ich mir weg, also minus x durch x sind minus 1. Und erhalte minus 6 mal minus 1 halb sind plus 3, minus 4b gleich minus 1. Wenn ich die 3 rüberbringe, habe ich minus 4b gleich minus 4, sprich b ist 1. Gut, a habe ich, b habe ich. Mir fehlen jetzt noch die Terme ohne überhaupt irgendwelche x. Das heißt, das, was ich mit rot unterkringelt habe. Da habe ich stehen 2a minus 3b. Oh, das 4c habe ich vergessen, rot zu unterkringeln. Minus 4c. Und auf der rechten Seite ohne x gibt es nur die minus 4. Ich setze ein, was ich einsetzen kann. A ist minus 1 halb, also wir stehen 2 mal minus 1 halb, minus 3 mal b, b war 1, minus 4c gleich minus 4. Und erhalte 2 mal minus 1 halb gibt minus 1. Minus 3 mal 1 sind minus 3, minus 4c gleich minus 4. Minus 1 minus 3 sind minus 4, streicht sich mit dem weg und ich habe minus 4c gleich 0. Das heißt, wenn ich durch minus 4 teile, habe ich c gleich 0. Und damit habe ich a, b, c. Ich weiß also, meine partikuläre Lösung oder die spezielle Lösung lautet y gleich a mal x² minus 1 halb x² plus b mal x plus c, also plus 0. Also, ich hoffe, das war Ihnen klar. Dieses a von der homogenen Lösung hat mit dem a von der partikulären Lösung natürlich nichts zu tun. Das b genauso wenig. War vielleicht ein bisschen blöd von mir, den Buchstaben a und b zu verwenden, aber eben. A und B von der homogenen Gleichung, Lösung hat nichts mit A und B von der partikulären Lösung zu tun. Das heißt, die A und B, die ich hier halte, kann ich natürlich nicht in die homogene Gleichung einsetzen. Ich hätte die Buchstaben noch R und S nennen können. So. Gut, also ich habe die partikuläre Lösung, ich habe die homogene Lösung und damit kann ich jetzt die Gesamtlösung ausschreiben. Also das machen wir weg. Das heißt, meine Lösung, Gesamtlösung, lautet y von der Differentialgleichung ist homogene Lösung plus partikuläre Lösung minus 1 halb x² plus die 1 kann ich mir sparen, x und die 0 spare ich mir auch. Und das war's. A und B kriege ich nicht raus. A und B würde ich nur rauskriegen, wenn ich jetzt hier noch irgendwelche Anfangsbedingungen gegeben hätte. Habe ich nicht und damit bin ich fertig.